Hier am Friedrichplatz entsteht ein modernes und lebendiges Quartierszentrum. Das geschlossene Ensemble rund um den Platz, direkt gegenüber dem Zechengelände liegend, steht als ehemalige Bergarbeitersiedlung unter Denkmalschutz. Mit städtischer Beteiligung haben hier vielfältige Einrichtungen Platz gefunden, insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte. Wir befinden uns hier am Standort der Hückelhofener Tafel am Friedrichplatz 9. Wir sind hier seit 12 Jahren und liegen vor den Toren der Stadt und ideal für uns als soziale Hilfsorganisation und auch für die tafelberechtigten Personenkreise. Unser Kernaufgabenbereich ist die Sicherung und Rettung von Lebensmitteln, die bei Discountern, Supermärkten, Geschäften, Bäckereien etc. nicht benötigt werden. Und wir können sagen, dass wir seit 4 Jahren mehr als zufriedenstellende gute Ware bei den Geschäften in Hückelhofen und Wassenberg bekommen haben. Wir versorgen zurzeit etwa 1200 bis 1300 Personen. Durch die Corona-Pandemie haben wir eine Steigerung von 15 bis 20%. Ich bin Ibrahim Ibrahim. Ich komme aus dem Irak. Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen bin. Als fremder Mann in ein fremdes Land konnte ich überhaupt gar nicht. Und dann habe ich eine Unterstützung und viele Hilfe von Tafel zum Anfang bekommen. Und ja, dann haben sie mir geholfen mit kleinen Praktikum, einem Minijob. Und dann haben wir den richtigen Weg gezeigt. Und jetzt habe ich einen tollen Job. Und jetzt bin ich bei Hückelhofen Helft Anfang dieses Jahr und helfe ich den Menschen mit allem, was ich kann. Im Jahr 2015 haben wir hier am Friedrichplatz angefangen mit einem Ankommenstreffpunkt für geflüchtete Menschen. Viele Ideen sind entstanden von Ehrenamtlern und mittlerweile bieten auch zahlreiche Einrichtungen hier sehr viele Hilfsangebote an. Es ist wirklich ein Ort der Begegnung, wo viele zusammenkommen und auch kreative Ideen umgesetzt werden. Wir begegnen uns hier einfach auf Augenhöhe, sowohl hauptamtlich Tätige als auch ehrenamtlich Tätige. Und das Motto auch unserer ehrenamtlichen Initiative Hückelhofen hilft, ist 1:1 auf das Begegnungszentrum zu übertragen. Und zwar sagen wir immer gemeinsam viel bewegen. Und so haben wir in all den Jahren schon sehr viel auf den Weg gebracht und wollen auch in Zukunft hier mit einem modernen Quartierszentrum noch mehr bewegen. Ich bin Hasrat Choro. Ich bin zuerst alleine mit meinen beiden kleinen Kindern aus Syrien geflohen. Mein Mann konnte später nachgekommen. Ich habe hier einen Nähenkurs von Flüchtlingspaten besucht. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe andere Frauen kennengelernt, auch Flüchtlinge. Ich hatte etwas zu tun, etwas gelernt, Nähen und Deutsch. Auch der Stadtsportverband Hückelhofen ist in diesem Gebäudekomplex Friedrichplatz untergebracht. Wir vertreten 56 sporttreibende Vereine. Und das ist nicht nur Fußball, sondern eben auch Tennis, Gymnastik, Kampfsportarten. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund in den Vereinen als aktive Mitglieder oder eben auch als ehrenamtliche Tätigkeit unsere Arbeit unterstützen, das Vereinsleben fördern. Seit ungefähr 5 Jahren begleiten wir von Pax Christi Hückelhofen ein Projekt, das nennt sich Lernen leicht gemacht, wird gefördert vom Bistum Aachen und da erhalten Kinder mit Migrationshintergrund günstigen Nachhilfeunterricht. Und dieses Projekt wird sehr gerne angenommen durch Mund und Mund zur Mundpropaganda auch weitergeleitet und dadurch haben wir regelmäßig immer eine große Anzahl Kinder, die von der Grundschule über die Hauptschule, Gesamtschule, Realschule hier 2-mal die Woche Nachhilfe bekommen. Nur wenige Schritte vom Friedrichplatz entfernt trifft man auf das Familienzentrum Traumland, ebenfalls eine Einrichtung der Stadt Hückelhofen. In unserer Kindertagesstätte werden 87 Kinder in 4 Gruppen betreut. Für uns ist die multikulturelle Zusammensetzung selbstverständlich. Viele Kinder von uns wachsen zweisprachig auf und haben einen anderen kulturellen Hintergrund. In den Familien wird sehr häufig Türkisch gesprochen, aber auch viele andere Sprachen finden sich wieder. Wir sind beteiligt
am Bundesprogramm Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, in der alltagsintegrierten Sprachbildung geben wir allen Kindern den Raum, ihre Sprache zu sprechen. Viele Projekte führen dazu, dass wir die Sprachbildung und Lebenswelten der Kinder und Eltern fördern und begleiten. So setzt sich auch unser Leitsatz zusammen: Traumland, so bunt wie die Welt. Bunt und vielfältig ist auch das Angebot auf dem weiträumigen Außengelände, das den Kindern viele Möglichkeiten für Spiel und Bewegung bietet. Und dafür sind alle kleine Experten. Wenn er da hinten am Kletterguss diesen Gorilla da meinen Trick zu machen. Ich mag gerne zu spielen. In Sandkassen spielen.